herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten hier ein bisschen speziell an der Raststätte, denn es ist auch ein bisschen ein spezieller Tag. Ich stehe hier vor einem unglaublich wunderschönen und surrealen Bild. Der Subaru ist das erste Mal auf deutschen Straßen unterwegs nach vielen, vielen, vielen anstrengenden Monaten. Aber keine Angst, ich habe jetzt nicht einfach die letzten 2 Wochen geskippt, als wir den Wagen komplett fertig gebaut und getüft haben. Der Wagen ist eigentlich genau in dem gleichen Stadion, wie als ihr das letzte Mal gesehen habt. Deswegen ja auch die roten Nummern, denn der Wagen hat noch keinen TÜV. Er ist noch nicht offiziell angemeldet, aber ich muss ihn trotzdem fahren. Das liegt daran, dass ich in genau 6 Tagen mit diesem Wagen Richtung Polen fahren möchte, denn dann geht es zum Ultrace. Das ist das Treffen, auf das wir quasi den ganzen Winter hingearbeitet haben, dass dieser Wagen bis dahin quasi noch rechtzeitig fertig wird. Ultrace, a top-class meeting in Poland. There you can find the best and wildest cars from all over Europe and sometimes even the world. Plan aktuell ist, dass dieser Wagen übermorgen getüft wird. Aber vor Polen brauchen wir nicht nur TÜV, sondern vor Polen muss der Wagen auch nochmal auf die Rolle und abgestimmt werden. Er hat einen komplett neuen Motor von HK Power bekommen. Was soll ich sagen? 500 Kilometer muss er gefahren sein bis dahin. Ich kann unmöglich warten, bis der Wagen getüft ist, um dann 500 Kilometer zu fahren, um ihn dann abzustimmen, um dann nach Polen zu fahren. Das ist mir zu knapp und deswegen steht der Wagen hier mit roten Nummern und unglaublich hässlichen Felgen. Es ist das traurigste Bild 2024. Ich muss auf Stahlfelgen 500 Kilometern mit der roten Nummer fahren. Die Felgen sind gerade noch beim Aufbereiten. Die Spurplatten sind noch nicht angekommen. Und wie gesagt, der Wagen hat eben noch keine Zulassung. Ich möchte so unauffällig wie möglich unterwegs sein. Und deswegen ja, wurden es eben die Stahlfelgen mit den roten Nummern auf der Autobahn Richtung, ich fahre gerade Richtung Stuttgart. Einfach um so viel Kilometer in so wenig Zeit wie möglich zu reißen. Denn wir haben wirklich Zeitdruck. Oh mein Gott, es tut mir so leid, Freunde. Es ist so hässlich. Jetzt aber mal unabhängig von den Felgen, ne? Der Wagen steht hier auf deutschen Straßen und das Wichtigste, er läuft. Also alles in allem eigentlich eins der spannendsten und wichtigsten Videos der letzten Monate, wenn man überlegt, wie lange wir darauf hingearbeitet haben. Der Wagen fährt das erste Mal auf deutschen Straßen mit dieser Riesenhutze. Und dann geht es auch noch das erste Mal für uns auf den Leistungsprüfstand direkt mit diesem komplett neu gemachten Motor. Es wird krass. Es wird richtig krass. Und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich auf die nächsten paar sehr intensive Tage bis zur Abfahrt nach Polen. Aber jetzt erstmal auf die Autobahn. Also einfahren heißt natürlich nicht zu hohe Drehzahlen. Ich darf maximal bis 3,5 drehen, aber hört mal hin. Das Ding faucht beim Schalten und das legal. Also hoffentlich in ein paar Tagen. Aber jetzt heißt es erstmal Kilometer reißen. Ich freue mich. Ey, und das beim Schaltvorgang bei knapp 3000 Umdrehungen. Unglaublich. Ist das geil. So, die ersten 100 Kilometer sind jetzt geschafft und ich bin zurück auf der Bühne, denn nach den ersten 100 Kilometern muss das Öl bereits gewechselt werden. Erst dann kann ich den Rest fahren. Aber wo der Wagen schon mal auf der Bühne ist, zeige ich euch mal unser aktuelles Auspuff-Setup, denn da ist einiges passiert. Ursprünglicher Plan war ja, unsere Blitz-Auspuffanlage ein bisschen zu modifizieren mit einem Mittelschalldämpfer und einem Silencer, um die irgendwie durch die Geräuschmessung zu kriegen. Leider hat mir Holger dann hier von HK Power recht schnell klar gemacht, dass das wahrscheinlich nicht machbar ist. Das Ding war einfach viel zu laut, egal was wir versucht haben. Wir haben es nicht leiser bekommen. Deswegen wurde hier kurzerhand entschieden, dass hier im Haus bei HK Power einfach eine komplett neue Edelstahl-Abgasanlage ab Turbo gebaut wurde. Also nicht mal meine Downpipe wurde verwendet. Es wurde hier eine neue, alles in 3 Zoll Downpipe gebaut mit meinem 200 Zellencut. Das ist das Einzige, was noch übrig ist. Ursprünglich aus meinem Audi A6. Hier oben mit einer V-Bahn-Schelle. Warum? Erzähle ich euch gleich. Dann geht es hier weiter zur nächsten V-Bahn-Schelle. Hier haben wir dann 2 Schalldämpfer. Und dann komme ich hier hinten zu unserem massiven HKS Endschalldämpfer. Mit dieser geilen hier. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich fühle das. Hier haben wir dann 2 Möglichkeiten. Einmal können wir zwischen dieser V-Bahn-Schelle und dieser V-Bahn-Schelle ein Rohr einsetzen. Das liegt hier auch schon parat. Also einfach nur ein Stück Rohr, genau passend mit den Anschlüssen für die V-Bahn-Schelle. Somit wird der Magen auf jeden Fall wesentlich lauter sein. Und wenn wir es dann komplett eskalationsstufenmäßig haben wollen, zum Beispiel Ultrace in Polen, haben wir hier vor dem Cut und nach dem Cut ebenfalls eine V-Bahn-Schelle, also auch dieses Rohr hier, kann
ausgetauscht werden. All das ist in den letzten 48 Stunden hier bei HK Power passiert. Und natürlich bauen wir die ganzen Rohre auch noch ein in diesem Video und mappen ihn richtig asozial für Polen. Aber jetzt gibt es erstmal noch ein bisschen Fleißarbeit. Unabhängig vom Ölwechsel habe ich hier auch noch mal ein paar Sachen mitgenommen, denn wir brauchen eine Kennzeichenhalterung. Das Kennzeichen klebt aktuell auf der Rückscheibe, was nicht so geil ist, weder für die rote Nummer noch final dann. Ich werde jetzt hier mit einem Aluprofil eine Leiste reinschrauben, die schwarz lackieren, auf dieser Leiste die Halterungen hier montieren und dann hoffen, dass das hält und da dann auch in wenigen Tagen deutsche Kennzeichen dranhängen. So, der Subaru steht bei mir in der Halle. 4 ganze Stunden war ich heute auf der Autobahn unterwegs. Es war extrem heiß in diesem Wagen, aber ich habe es geschafft. 500 Kilometer gefahren, das Ding ist eingefahren. Ich habe die roten Nummern dann schnell zurückgebracht und bin erstmal nach Hause, habe mich eine Stunde hingelegt, denn ich sage euch, wie es ist, die Hitze heute in dem Auto hat mir nicht ganz gut getan. Mein Kreislauf hat ein bisschen schlapp gemacht, aber mir geht es wieder ein bisschen besser. Bin zurück in der Halle, denn es gibt einiges zu tun und ja, wenn ich das heute nicht beginne, dann werde ich safe nicht fertig bis zur Abfahrt nach Polen. Ich habe eine lange Liste mit To-Dos für den Wagen. Ihr seht das, so kann der unmöglich zum Ultrace gestellt werden. Außerdem muss der ja noch zum TÜV. Der Innenraum ist auch noch nicht wirklich zusammengebaut. Ich habe mal ein paar Sachen hier schon rausgesucht und so weiter und so fort. Das ist übrigens ein eigenes Video, also nicht irritieren lassen. Das produzieren wir parallel zu meinem Subaru-Chaos hier gerade. Also es ist einiges los. Ich halte mich ran. Eins nach dem anderen von der Liste wird abgearbeitet und ich nehme euch natürlich mit. Als erstes möchte ich dieses originale Lenkrad hier noch austauschen. Ich habe endlich eine passende Narbe hier und zwar ist die von Momo. Die hat eine Nummer. Die werde ich jetzt hier verbauen, zusammen mit dem geschüsselten Lenkrad. Das wird dann quasi mit einem ausgetragenen Airbag möglich sein. Das ist baujahrbedingt zum Glück hier noch machbar. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Das ja, ist zwar hier oben noch gelb, aber besser wie das originale allemal. Außerdem versuche ich auch direkt hier die komplette Verkleidung noch dran zu bauen, dass das nicht ganz so abgefuckt aussieht. Die müsste hier auch noch irgendwo liegen. Ich mache mich ran, tausche das schnell und zeige euch gleich, wie es aussieht. Okay, eine gute, eine schlechte Nachricht. Gute Nachricht, ich habe die Verkleidung gefunden. Schlechte Nachricht, wenn ich jetzt hier diese neue Lenkradnarbe samt geschüsselten Lenker drauf mache, dann schleift es hier hinten beim Lenken. Da habe ich maximal keinen Bock drauf. Also bleibt mir nur eine Lösung. Ich sehe ja genau, wo es schleift. Hier an den Ecken jeweils. Das mit ein bisschen Liebe bearbeiten. Jetzt, wo das Lenkrad drin ist, möchte ich mich noch um diesen Schalthebel kümmern. Ich habe eigentlich nichts gegen so einen etwas längeren Schalthebel und der ist eigentlich auch ganz clean soweit. Aber die Sticker hier, die gefallen mir nicht. Ich glaube, die mache ich runter, dann lasse ich den erstmal drin, bis ich was Cooles anderes gefunden habe. Bei mir im Lager habe ich nur noch diese dicke Katze hier gefunden. Aber ich weiß nicht, ob ich das mehr feiere oder dann doch lieber den. Ich glaube, ich mache den einfach clean und lasse den erstmal drin. Okay, ich komme gut voran, aber jetzt das wohl Wichtigste. Diese Felgen müssen ein für alle Mal endlich gehen. Endlich sind die wunderschönen Work-Meisterfelgen wieder drauf. Hinten, da sieht es noch ein bisschen bitter aus. Aber ich habe jetzt gerade an der Sendungsnummer gesehen, dass vor einer halben Stunde die Spurplatten, die ich für hinten bestellt habe, vor meiner Haustür abgeliefert wurden. Das heißt, ich fahre jetzt schnell heim, hole die Spurplatten und dann können wir hinten auch weitermachen. So, ich habe die Spurplatten geholt. Es sind 20 mm geworden. Ich hatte bis jetzt immer 10er Platten drauf auf den originalen Stehbolzen. Und dann hatte ich nur noch wirklich so 2-3 Gewindegänge, um die Felge festzuschrauben. Das wäre eh nicht gegangen. Und das Fitment war noch nicht perfekt. Ich möchte noch mal einen Zentimeter weiter raus. Ich hoffe, das passt, denn diese Dinger
Die werden auf die originalen Stehbolzen verschraubt, dann kommt die Felge drauf und du hast wieder genug Gewinde, um deine Felge zu verschrauben. Einziges Problem, was ihr seht, ist, die originalen Stehbolzen stehen hier etwas über der Spurplatte. Es gibt Felgen, die haben innen quasi an der Auflagefläche so kleine Taschen, damit die Stehbolzen quasi rein versenken können. Die Workfelgen sind komplett plan. Das heißt, die müssen plan anliegen. Das heißt für mich, ich messe jetzt aus und kürze die originalen Stehbolzen um diesen halben Zentimeter, der da übersteht. Schneid das weg, verschraub die Dinger mit den Muttern, die dabei waren. Die sind zum Glück, ja, ich teste das mal ganz kurz. Ja, die sind schmal genug. Also die Muttern stehen da nicht über. Wirklich, nur der Bolzen hier. Den muss ich kürzen. Das hat super funktioniert. Da steht nichts mehr über. Ich habe die direkt festgezogen. Dass jetzt eigentlich als nächstes die Felge drauf kann. Bevor ich die andere Seite mache, lasse ich ihn aber erstmal ab. In der Hoffnung, dass 20 mm passen. Denn das war so Augenmaß, dass da noch ein Zenti Platz war, als die 10er drauf war. Daumen drücken. Okay, auf diesen Anblick habe ich jetzt wirklich lange gewartet, dass der Wagen endlich wieder mit seinen perfekten Felgen auf 0 bar hier steht. Das Warten hat sich gelohnt, hier vorne mit der 5er Platte, kein Problem. Dürft ihr nicht vergessen, hier musst du auch noch lenken können auf 0 bar, deswegen wurde es hier nur in Anführungszeichen die 5er Platte bei einer 10J 18 Zoll Felge. Und hier hinten ebenfalls 10J, aber jetzt mit einer 20er Platte. Und oh mein Gott, ist das knapp. Aber ihr seht es, gerade hier hinten, da ist es am knappsten, aber es kommt überall durch. Yes! 20 mm an der Hinterachse, perfektes Fitment auf 0 bar. Genau so kann das bleiben und genau so mache ich das jetzt auf der anderen Seite. Willkommen zurück. Es gibt einen kleinen Zeitsprung und was soll ich sagen? Mein Subaru hat es tatsächlich geschafft. Ganz druckfrisch drauf die Plakette. 6.26. Das Ding ist nach all den Monaten endlich offiziell wieder zugelassen und auf deutschen Straßen unterwegs. Also noch nicht ganz auf deutschen Straßen unterwegs, aktuell zumindest, denn er steht ja hier auf dem Anhänger. Das hat folgenden Grund. Wir fahren jetzt gerade zu HK Power. Dort werden wir den jetzt eingetragenen und mit Geräuschmessungen versehenen Auspuff austauschen. Zumindest den hinteren Bereich. Zu einem kompletten Straightpipe. Dann gehen wir auf die Rolle, mappen das Ding komplett asozial, so dass er halt ordentlich Krach macht. Und ich in Polen Spaß haben kann. Das heißt, an dem Tag, an dem der Wagen, also heute, für verkehrstauglich auf deutschen Straßen empfunden wurde, machen wir den Wagen wieder etwas weniger verkehrstauglich. Zumindest für deutsche Straßen. Aber all das ist natürlich nur temporär für knapp eine Woche, während ich in Polen unterwegs bin. Danach montieren wir natürlich wieder den legalen Auspuff, mappen das Ding so, dass es für deutsche Straßen alles passt. Und dann kann ich den Wagen auch hier in Deutschland ohne Anhänger bewegen. Ich hoffe, das ergibt jetzt für die meisten Sinn und ihr versteht, warum der Wagen trotz Zulassung hier auf dem Anhänger steht. Und falls ihr es noch nicht verstanden habt, dann werdet ihr spätestens verstehen, wenn ihr in wenigen Minuten das Ding seht und hört, wenn er mit Straight Pipe auf dem Prüfstand steht. So, der Wagen ist schon wieder auf der Bühne und hier sieht man jetzt ganz gut, was ich gemeint habe. Deutschland, Polen. Cut wird durch ein Rohr ersetzt. Schalldämpfer werden durch ein Rohr ersetzt. Das Einzige, was wir dann noch haben, ist unser schöner, dicker Endtopf. Das sieht vielversprechend aus. Tuning. So wäre geil mit TÜV. Das müsste man so haben. Ja, gib mal Gas, ja? Ja, perfekt für Polen. Genau so wollten wir es. Geil, geil, geil. Naja, nicht dran gewöhnen, denn so ist nichts mit Deutschland. Die ersten Runs sind durch. Holger meinte, er hat erstmal nur die Einstellungen geprüft, die ganzen Werte geprüft. War also noch nicht jetzt hier eine volle Last. Klang für mich aber schon mega geil. Warum wir jetzt kurz Pause machen müssen, ist folgendes. Holger hat gemerkt, dass uns relativ schnell der Sprit ausgegangen ist, sobald er ein bisschen mehr Last bzw. Boost geben wollte. Und deswegen wird jetzt hier
kurzerhand mal die Benzinpumpe ausgebaut und was Neues verbaut. Wir waren am Tank dran, das wissen die Leute ja hier, die die Videos gesehen haben. Wir haben den komplett ausgebaut, aber natürlich nicht dran gedacht und einfach mit originaler Spritpumpe wieder verbaut. Das bestraft uns jetzt natürlich kurz. Akoya. Okay, also doch nicht original. Original ist die nicht, aber trotzdem zu schwach. Ja gut, aber was habt ihr da? Machen wir eine RCM oder eine Valbro, je nachdem, was der Holger entschieden hat. Geil. Solange es funktioniert, bin ich dabei. Sowieso. Es vergeht kein Tag, wo ich kein Geld für dieses Auto ausgebe. Ich war kurz draußen telefonieren, aber so wie es aussieht, ist die neue Spritpumpe drin und es wird gleich ernst. Es war geil. Intensiv. Anstrengend und warm, aber gut. Mega, ey. Es war das erste Mal, dass ich das jetzt auch miterlebt habe auf einer Rolle. Also von mir war noch nie wirklich ein Auto so richtig auf der Rolle zum Leistungstesten. Ne? Ja, ist halt hier anders frei programmierbares Steuergerät. Das ist halt wirklich nackig, wenn es ausgeliefert wird. Und jetzt ist genau die Arbeit, wirklich das komplette Steuergerät zu bedaten, alle Lastbereiche abzufahren. Und deswegen, ja, da braucht man dann schon auch ein bisschen Zeit. Das ging Zeit. Ein bisschen, ja. Also der halbe Tank ist weg, würde ich mal sagen. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Krass. Ja, genau. Geil. Was haben wir denn jetzt? Erzähl aber mal. Resultat auf jeden Fall mega. Sieht man, wir haben alles richtig gemacht. Was wir jetzt schön sehen, das Blaue ist die Drehmomentkurve, Rot ist die Leistungskurve, Grün ist noch die Radleistungskurve. Ja. Und da siehst du, dass durch den Stroker, was wir haben, frühes Ansprechverhalten haben. Das heißt, das Drehmoment zieht hier bei 3000 Umdrehungen schon knapp an die 400 Newtonmeter, 380, geht hoch und hier fange ich dann an, über die Software den Ladedruck zu begrenzen. 1,3 Bar, sind wir genau bei 460 PS. Den halten wir eigentlich über den mittleren Bereich von 3000 bis 5000 in einem kompletten Plateau. Und dann merkt man, dann fängt der Lader natürlich an, ein bisschen einzuknicken von der Geometrie her. Das ist vollkommen normal. Fällt das Drehmoment leicht. Aber wie du siehst, die Leistungskurve durch steigende Drehzahl bleibt wirklich erhalten. Das heißt, du kannst eigentlich sagen, wenn du die Leistungskurve anguckst, du hast so ab 5,5 bis Drehzahllimiter hast du irgendwo diese 340 PS anliegen. Und das ist das, wo dich natürlich durchbeschleunigt. Da nicht nur ein Punkt der Kurve, wo du sagst, manche Drehmomentkurven, die sehen dann so, ja, so hügelig aus und dann, oh, wunderwert. Nee, es kommt wirklich immer auf das Integral unter dieser Drehmomentkurve drauf an und das ist das natürlich, wo dich nachher in allen Bereichen beschleunigen lässt, ja, und einfach Agilität mit sich bringt. Die 460 waren nicht PS, wo du gesagt hast, nee, sondern das sind Newtonmeter. Genau. Drehmoment, ja. Genau, und Leistung sind die 340 PS. Vom Motor her 0,0 Problem, lediglich beim Getriebe, deswegen limitiere ich dir hier das mittlere Drehmoment. Wir könnten sogar 500 Newtonmeter erzielen, wo ich einfach sage, für das originale Fünfganggetriebe, das ist zu viel, nicht zu übertreiben, das sind unsere Erfahrungswerte und da fährst du sehr, sehr gut. Ja. Ich bin gespannt, wir gehen jetzt gleich nochmal auf die Straße zum Testen. Auch. Also hier auf dem Prüfstand sah das schon sehr brachial aus und klang halt, also mit diesem Straightpipe klingt halt auch schon echt brutal. Und ein paar Flämmchen habe ich auch gesehen. Haben wir auch gesehen, ich hatte noch ein bisschen gehofft, dass es noch ein bisschen intensiver wird, ja, aber liegt ein bisschen am Aufbau vom Motor mit der Doppelfunkenanlage, ja, das zündet natürlich auch in Auspuff rein. Das geht eigentlich entgegen meiner Strategie, was ich da durchführe und von dem her ist in Ordnung. Ja. Ja, also er knallt auf jeden Fall gut. Für Polen ist es geil und danach müssen wir, denke ich, aber nochmal schauen, dass es für die Straße gemacht richtig, wird. Da ist ein bisschen weniger Knallen, ein bisschen, aber leistungstechnisch ähnlich wahrscheinlich. Leistungstechnisch wirst du da keinerlei Einbußen sehen, deswegen haben wir dir den kompletten Auspuff neu gebaut. Downpipe, alles 3 Zoll, Sportcard 3 Zoll, Abgasanlage. Da kommen nur zwei zusätzliche Absorptionsschalldämpfer noch mit rein, wo einfach den Klang
Unternehmen, ja, und somit dann einfach die Straßenmessung dann bestehe ich, was DB angeht. Und deswegen sage ich, das wird dich kein einziges PS, werden wir nichts verlieren. Geil. Deswegen sage ich, das machen wir eigentlich nur für die Show. Und natürlich, ja, wenn du hier ballerst und so ein Cut, ja, der macht das nicht lange mit. Das, ja, muss man ganz klar sagen. Ja. Ja. Ich würde sagen, wir spannen das Ding ab. Jawohl. Und gehen auf die Straße. Testen das. Ja, das sind hier abgesperrte Rennstrecken, falls jemand fragt. Abgesperrte Teststrecke. Privat gemietet. Ja, das wird laut in Polen. 4 Stunden Fahrt habe ich vor mir, okay, in Polen. Das wird spannend. Das wird schön. Ich nehme die Mickey Maus mit. Nach der Kurve geht mal Gas, ja? Ja, genau. Vergleich, wo er noch original war, mit 211 fährst, das ist ein Unterschied. Sehr schön. Du merkst das Ansprechverhalten vom Turbolader. Das ist krass, ja, der schön kommt sofort. Krass. Dieses kleine Klein zwischendurch gefällt mir so auch. So klein ist es nicht. Also da wird schon weghält im Auto, glaube ich. Die Kühleigenschaften, wie sie halt im Real Life hast. Merkst jetzt auch deine große Hutze, bringt natürlich was. Sieht nicht nur gut aus, ne? Sieht nicht nur gut aus, hat Funktion. Und genau, das ist wichtig. Geht dir die Temperatur hoch? 1 Grad, 1 PS. Da sind wir schnell. Sagt man das? Ja. 1 Grad, 1 PS? 1 Grad, 1 PS. Wow. Kannst du rechnen, ja. Ist das krass, das Auto zu fahren, so, ey. Mega. Nach dieser langen Zeit. Ja, wirklich mal mit Spaß. Ja. Das war ein langer Weg. Wir sind zurück in der Werkstatt. Ich habe den Subi hier nochmal in die Halle gestellt, um ein paar wirklich Klitzekleinigkeiten noch zu machen. Aber guckt euch mal an, wie gut der hier gerade aussieht. Mit dem Licht, wo hier so ein bisschen aus dem Fenster reinfällt. Auf diesen wunderschönen Lack mit den frisch aufbereiteten Felgen. Und dem perfekt abgestimmten Motor hier. Ja, was habe ich zum Beispiel gemacht? Ich habe hier das Gestänge von meinen Scheibenwischer nochmal schön schwarz matt lackiert. Das war leicht rostig, hat mich noch gestört. Hier vorne, die Dichtung hat sich gelöst auf dem Prüfstand. Die habe ich wieder festgeklebt. Ich hoffe, das hält jetzt erstmal für Polen. Ich habe so schnell keinen Ersatz ranbekommen. Und alles in allem ist der Wagen ready für Ultrace, für Polen. Und das ist so krass, weil als wir das Projekt hier begonnen haben, habe ich zu Chris gesagt, wie geil wäre es, das Projekt so fertig zu bauen, dass das erste Treffen und die erste Fahrt direkt meiner Meinung nach das krasseste Treffen in Europa ist, und das ist einfach Ultrace in Polen. Und wir haben es geschafft. Den letzten Tag. Morgen geht's los. Meine Nerven. Das heißt jedoch auch, dass es bereits im nächsten Video die ersten Rolling Shots von diesem Auto auf der Straße geben wird. Ich möchte mich zum Schluss noch auf jeden Fall kurz bedanken. Einmal bei euch, dass ihr das so krass supportet und ich solche Sachen hier realisieren und erleben darf. Genauso wie der Polen-Trip, auf den ich mich schon sehr, sehr lange freue. Das wäre alles nicht möglich ohne euren kranken Support seit so vielen Jahren. Außerdem natürlich ein ganz, ganz großes Dankeschön an HK Power, die natürlich von Anfang an wussten, was für einen straffen Zeitplan wir hier haben. Aber wirklich von Tag 1 an super optimistisch an die Sache rangegangen sind und wirklich bis gestern Abend noch alles gegeben haben, dass wir hier wirklich auf den letzten Tag fertig werden. Ganz, ganz hoch rechne ich das den Jungs und Mädels an, denn das ist absolut nicht selbstverständlich. Und natürlich ein riesengroßes Dankeschön an meinen allerbesten Freund, den Chris. Ohne ihn wäre dieses Projekt definitiv nicht in dieser Zeit und in dieser Qualität realisierbar gewesen. Ich denke, ohne ihn wäre all das hier die letzten Jahre nicht realisierbar gewesen. Aber ich denke, das wissen wir alle. Von dem her, habt noch eine schöne Zeit. Danke, dass ihr heute reingeschaut habt. Ich freue mich, von euch in den Kommentaren zu hören. Ich freue mich auch jetzt schon, das nächste Video in Polen für euch dann für nächste Woche zu produzieren. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt wieder reinschauen und den Kanal abonnieren, falls noch nicht passiert. Schreibt mir ein paar Kommentare. Ich freue mich immer, jedes davon zu lesen. Bis dahin, macht es gut, bis nächste Woche und ciao. Vibes here.